Liebster Chat, oh meine liebsten Chat-Benutzer, die Nutzer, die ich gerade hier im Chat, den Chat benutzen sehe quasi. Es ist Folgendes nun, soweit passiert. Es gestaltet sich wie folgt. Ich habe also auf Instagram nachgefragt, hey, was gibt's eigentlich für Gerüchte über mich? Was sind so Dinge, die im Umlauf sind, die Leute sich über mich erzählen? Kommt zu Punkt hier, Salome. Ich bin dabei. Und da würde ich jetzt gerne tatsächlich an der Stelle gemeinsam mit euch, den Menschen, die mir am nächsten stehen, weil ich habe niemanden anders in meinem Leben, würde ich jetzt da auch gerne mal drauf eingehen und diese Gerüchte korrigieren, beziehungsweise diese Gerüchte an der Stelle auch mal einsortieren. In dem Fall würde ich sagen, fangen wir doch an. Wir haben ja 25 geile Screenshots und wir beginnen mit dem ersten. Hier steht tatsächlich, stimmt es, dass du auf der Abschlussparty von einer lesbischen Mitschülerin verprügelt worden bist, nur weil sie auf... Hast du einen großen Das ist tatsächlich soweit nicht korrekt. Zum ersten Gerücht, da muss ich jetzt auch jemanden ganz kurz aus dem Chat kurz timeouten. Das war wohl mein bester Freund. Der muss jetzt hier ganz kurz einen kleinen Timeout bekommen. Das ist, wie gesagt, hier, das ist so nicht passiert. Hast du einen großen Genau. Also die Definition von groß ist ja über dem Durchschnitt, würde ich sagen. Und da der Durchschnitt in Deutschland bei lächerlichen 13 cm liegt, würde ich sagen, dass ich mit meinen 8 cm extrem gut dabei bin. Tadl und du hatten heftigen Streit auf Madeira und es deshalb nicht in den Videos aufgetaucht. Ich hasse das. Bro, schreib doch einfach nicht und nicht nicht. Bist du auf den Kopf gefallen, ihr Salome? Nein, ich habe tatsächlich keinen Streit mit Tadl gehabt. Uns geht es soweit gut. Wir sind immer noch sehr gut befreundet. Wir haben auch noch unregelmäßigen Kontakt. Jetzt schreibt der ganze Chat und ihr seid wirklich, ihr seid einfach das Letzte. Ihr seid einfach das Letzte, Chat. Ihr seid einfach das Allerletzte. Nein, ich hatte keinen Streit mit Tadl. Es ist alles gut soweit. Wir verstehen uns blendend. Und bei T, Adi und Luna ist es so, dass die drei einfach nicht so gerne tatsächlich ins... Der schreibt doch K. Ja, safe, Mann. Jetzt kommt hier noch ein Chant rein. Ach, meine Mods, komm, ganz ehrlich. Wir machen weiter. Du bist pleite. Ja, du bist in einer Dreiecksbeziehung mit Annie und Reeft. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Das ist so nicht der Fall. Nee, also tatsächlich ist das eine Beziehung von Antonia und Reeft, die exklusive mir passiert. Also ich habe mit dieser Beziehung nichts verloren. Das ist auch deren Sache. Da bin ich auch tatsächlich ganz dankbar für, weil ich glaube tatsächlich, dass wenn ich Teil dieser Beziehung wäre, alle sagen, jetzt wäre es schön tatsächlich. Ich bin da lieber der Vermittler, weil ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde, mit Antonia und Reeft gemeinsam zusammen zu sein. Antonia und Anissa. What the f***? Warum bin ich so dumm? Du hast ADHS. Okay. Das wusste ich, was ich meine. Dass du mit Gina zusammen bist, also ich habe mehrere TikToks gesehen. Auf gar keinen Fall. Also nein. Um Gottes Willen. Nein. Ich bin nicht mit Gina zusammen. Ich bin... Chat, ich bin single like a Pringle. Ich bin single like a Pringle. Bin nicht mit ihr zusammen. Das will ich auch gar nicht. Das ist alles gut. Ich habe meine Roleplay-Freunde. Das passt schon. Du hast Reef geküsst. Kann man... Also, nee, ich habe Antonia tatsächlich nicht geküsst. Ich habe tatsächlich Antonia nicht geküsst. Das ist so nicht... Also, das, nee, das ist nicht der Fall. Dass du im UFO immer in den Kühlschrank gekackt hast, sodass die Fliegen immer da waren. Was habe ich... Nein, nein, ich hab nicht in den Kühlschrank gekackt. What the f***? Es war Paluten. Dass du früher mal deine Oma geschlagen hast, als du 3 warst. Hä? Was sind das für Gerüchte? Ollum, wer erzählt sowas in meiner Community, dass ich meine Oma geschlagen habe? Nein, als ob ich meine Oma schlagen würde. What the f***? Dass du Donuts im Kreisverkehr machst. Donuts im Kreisverkehr habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Das ist jetzt also, das ist tatsächlich schon mal passiert. Da gab es dann schon mal einen Zwischenfall mit einem Mietwagen in Österreich, wo ich dann tatsächlich den einen oder anderen Donut vollzogen habe. Ich habe auch eben einen kurzen Call mit den Drift Brothers gehabt. Und da wird auf jeden Fall noch wilder Content auf euch zukommen. War jetzt auch, wie gesagt, mehr ein Versehen. Ihr habt das Video mit mir in dem Driften gesehen. Ich habe keinen Spaß daran und kann das auch gar nicht gut. Ja, du bist horny auf Tobi. Tatsächlich ist das der Fall. Wir haben den Van-Trip gemacht, weil ich extrem geil auf Tobi war. Leider Gottes war Leo noch mit dabei. Nee, also würde ich jetzt dass ich nicht sagen, dass ich horny auf Tobi bin. Tobi ist echt ein Süßer, aber der ist einfach zu jung. Ich finde so Karim zum Beispiel, Gigant, ja? Das ist ein richtiger Mann. Der hat Bart, der hat richtig, der Brüste und so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jemand, der, das ist so, da würde ich, also das ist... Dass du eine Freundin hast. Auf gar keinen Fall. Also Chat, ich weiß nicht, wirklich,
Es ist so crazy. Ich bin mit einer Freundin oder mal mit einem Date irgendwie was essen gegangen und mich markieren Leute, die mich so, Digga, so sitzen teilweise Leute im Restaurant und machen auf Undercovy, machen die eine Story und denken, sie sind James Bond, Olo, wenn sie es so machen. Bro, und dann markieren die mich da drauf und sagen, Freundin League und schicken mir das. Die denken mir so, seid ihr dumm? Nein, ich habe keine Freundin. Paluten und Dusen Geschwister habe ich mir hören lassen, aber ist Cap. Tatsächlich sind Paluten und ich keine Geschwister. Ich hoffe aber tatsächlich, dass Paluten mir trotzdem einen Platz im Erbe einräumt. Das ist, das wäre für mich wichtig, ja. Du kommst nach der Pause nicht wieder und scheißt auf uns, Ehrenmann, schwöre auf. Das wäre so nice, wenn ich sage, ich mache eine Pause, dann miete ich mir eine große Halle und zahle dafür richtig viel Geld. Das refinanziert sich nicht und ich habe einfach eine riesige Halle und kann den ganzen Tag nur Trampolin springen. Entspannend. Nein, natürlich komme ich nach der Pause wieder, weil ich liebe es, was ich mache und ich habe Bock auf neuen Content. Und außerdem Cashflow, ich muss meine Immobilien bezahlen. Du hast in der UFO-Zeit aus Spaß in Dena sein Zimmer geschissen. Ich kann jetzt hier mal leaken tatsächlich. Ich glaube wirklich, das habe ich noch nirgendwo erzählt. Ich habe mal bei Dena in eine Blumenvase gepisst im UFO. Stark angetrunken. Habe ich mal in eine Blumenvase, da stand irgendwas auf der Fensterbank. Es kann auch ein Glas gewesen sein, ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe da reingepisst, das über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag aber weggeräumt, weil es mir dann eingefallen ist. Ja. Dena weiß das bis heute nicht. Du stellst dich absichtlich dummer, als du eigentlich bist, vor allem in den Reactions. Das ist absolut richtig, weil man sonst ja nicht in die Compilations kommt. Natürlich, klar. Grüße geht raus an ABK. Und It's Loro, Hungriger Hugo, kein Konzept. Moin, Bender Ben. Dankeschön, ich überweise euch morgen jeweils die 250 Euro. Cool, dass ich wieder in die Compilations reinkomme. Vielen, vielen Dank. Ich habe gehört, dass der Kuss mit Reef war inszeniert, um Annie aufmerksam zu machen. Nee, das ist falsch. Also das ist komplett falsch. Ist tatsächlich falsch. Ich glaube, die beiden hatten schon vorher ein Auge aufeinander geworfen. Und ich glaube, da braucht es gar nicht mein Können. Das haben die beiden schon alleine ganz gut hinbekommen. Du hast die besten Mods. Let's Fabs. Die Mods sind meine Mods. Du hast ein Networth zwischen 5 und 10 Millionen. Ja. Hab mal gehört, dass du Bi bist. Hat mich schon inner interessiert, ob das stimmt. Nee. Also tatsächlich habe ich da jetzt noch keinerlei Erfahrung gemacht. Aber wie gesagt, für einen Karim, Mashallah, da würde ich mich sehen. Also da sage ich ganz ehrlich, Gigant, hit me up, nächstes Mal Madeira, Bro. I clap your cheeks, man. I clap your fucking cheeks, innit? Nee, also tatsächlich, weiß ich nicht. Ich hab mal, das ist eine sehr schwierige Aussage, Chat. Vielleicht sagt jetzt, dass das weird ist. Aber ich könnte eher, okay, das ist, also maybe, also jetzt, also passt auf. Ich habe gesagt, ich würde eher einen Schwanz in den Mund nehmen, als einen Mann mit Bart zu küssen. Macht das Sinn? Weil ich finde den Bart, der Bart ist so. Versteht ihr, was ich meine? Nein? Alles klar, Chat? Dann machen wir einfach weiter. Du hast ein sehr entspannendes Sexualleben. Also, ich sag mal so, in der letzten Zeit war das jetzt nicht so ausgereizt tatsächlich, wie es dann auch schon mal gewesen ist. Ich habe sicherlich in der letzten So, Fili, wenn du noch einmal jetzt heute reinschändest, dann nehme ich den Mordrang wirklich weg. Also, es reicht jetzt auch. Mein Sexualleben ist sehr entspannend tatsächlich. Momentan ist es tatsächlich sehr entspannend. Da passiert nämlich gerade absolut gar nichts. Das ist schon ein bisschen was länger her. Aber es gab Zeiten, da war es dann doch tatsächlich so, dass man mal hier und da, das eine oder andere Business-Meeting ist dann tatsächlich doch, genau. Du hast schon zwei Insolvenzen hinter dir. Sie ist sehr interessiert. Das ist die gleiche Person, ja. Ich habe noch keine zwei Insolvenzen hinter mir tatsächlich. Also das ist so nicht passiert. Nee, also dass du mit Jody nach der Trennung... ich habe mit Jody nach der Trennung tatsächlich nichts gehabt. Das ist auch so ein Ding, dass Leute immer noch denken, dass wir irgendwie noch was miteinander haben. Ist auch nicht passiert. Wir sind immer noch mal zwischendurch mal essen und sowas und sind ja immer noch sehr gut befreundet. Aber ich hatte mit Jody nach unserer Trennung gar nichts mehr. Das war nicht so ein On-and-Off-Ding. Wir haben uns getrennt und das ist okay so. Also ich habe danach nichts mehr mit Jody. Jody, actually, fine girl, best girl I ever had, wenn man das so sagen kann. 6 Jahre Beziehung gewesen, so what the fuck. Aber nee, tatsächlich hatten wir danach nichts mehr miteinander. Nee, du bist momentan unzufrieden mit deinem Leben. Ich würde sagen nicht, weil ich mich tatsächlich sehr auf die Pause freue. Also eigentlich würde ich sagen gerade nicht. Ich habe heute einen sehr geilen Tag gehabt. War im Gym, war im Wald, war was essen. Right, Jay, dankeschön, Kuss. Es ist immer die gleiche Person, die ihr Fragen stellt. Was ist mit dir? Also ich bin absolut nicht zufrieden und enjoy es gerade sehr. Ja, und das ist tatsächlich dann auch hier dieses Video gewesen, meine Freunde. Ich war mal wieder hundertprozentig ehrlich zu euch, ihr wisst es, wie es ist.